Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte heute herzeigen, was Jupyter Notebooks sind und warum sie uns helfen werden, mit .NET und Machine Learning in Zukunft schneller voranzukommen und schneller zu experimentieren. Jupyter Notebooks sind nicht ganz neu, kommen aus der Python-Welt und ich erzeuge mal so ein neues Python-Jupyter Notebook, um herzuzeigen, was man damit machen kann. Im Grunde besteht so ein Notebook aus verschiedenen Zellen. Das hier ist eine Zelle und in der kann ich zum Beispiel Code einfügen, in dem Fall eben jetzt Python. Hello Python und mit Steuerung Enter kann ich das Ganze ausführen und kann mir anschauen, zu welchem Output dieser Code führen würde. Ich kann mehrere Zellen hinzufügen, mit dem Shortcut A zum Beispiel drüber oder mit dem Shortcut B darunter. Und so eine Zelle kann jetzt auch Markdown-Code beinhalten. Ich könnte also wirklich so eine Art Skript bauen damit und sagen, das ist mein Python-Test. Und wenn ich den ausführe, dann sehe ich, das Ergebnis ist Markdown. Das Ganze kann natürlich ein bisschen komplexer werden. Ich kann auch Variablen verwenden. Machen wir so einen neuen Block. Sagen wir, x ist gleich 10 und dann eine if, wenn x modulo 2 0 ergibt, also eine gerade Zahl darstellt, dann print gerade Zahl und else print ungerade Zahl. Wenn wir das jetzt ausführen, dann sehen wir, das Ergebnis ist gerade Zahl, weil 10 eine gerade Zahl ist. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dem Mehrwert und auch zum Machine Learning. Ich würde das jetzt zum Beispiel aufteilen auf zwei Blöcke und darüber noch eine Zelle hinzufügen, in der ich meine Variable x zuweise. Und sagen wir jetzt mal, wir wollen x nicht immer auf 10 setzen, sondern wir wollen das Ganze von einer Zufallszahl abhängig machen. Also eine Zufallszahl zwischen 0 und 100 uns generieren lassen. Und gehen wir x am Schluss auch wieder aus. Jetzt kann ich mit diesem oberen Block die Zufallszahl generieren und die ist jetzt 23 und unabhängig davon kann ich so oft ich will diesen unteren Block ausführen, der immer wieder auf die Zahl 23 sich beziehen wird. Und wenn mir das einmal nicht mehr passt, führe ich den Block da oben wieder aus, dann kriege ich eine neue Zufallszahl, 20 in dem Fall, und kann wieder den unteren Block auf diese neue Zufallszahl loslassen. Bei Machine Learning kann man das ganz gut brauchen, weil man verschiedene Bereiche in diesen Zellen gut abbilden kann. Zum einen das Laden der Daten, das Trennen in Test- und Trainingsdaten zum Beispiel, das Transformieren, das Auswerten, das Darstellen von Histogrammen bis hin zum Generieren von Model-Versionen mit unterschiedlichen Parametern. Wenn ich das jetzt alles in einer Konsolenanwendung in C-Sharp schreiben würde, würde das natürlich gehen, aber mit jeder Ausführung würde er immer die Testdaten laden, immer transformieren, immer die Diagramme darstellen und so weiter. Mit so einem Jupyter Notebook kann ich das viel besser und iterativer angehen und zum Beispiel in einem Block dann die Testdaten laden, das aber nur einmal ausführen und dann 20 verschiedene Models generieren lassen in dem zweiten Block. Das, was jetzt neu ist, ist, dass ich in Jupyter Notebooks auch C-Sharp verwenden kann. Dank Microsoft gibt es da jetzt eine Integration und das möchte ich kurz herzeigen, wie man dazu kommt. Erster Schritt ist, Sie brauchen Python und Jupyter Notebooks und der einfachste Weg dorthin zu kommen ist Anaconda. Anaconda.com, dort kann man das herunterladen, installieren, relativ straightforward und dann bekommen Sie mit dieser Distribution eigentlich alles, was Sie mal benötigen, um Jupyter Notebooks ausführen zu können. Es gibt auch andere Wege, aber das ist der einfachere und empfohlene aus meiner Sicht. Und dann müssen Sie .NET integrieren und dazu beende ich jetzt mal meine Jupyter Notebooks, die bisher laufen, und starte eine neue Command Line. Weil was Sie dazu benötigen, ist ein .NET Tool, nämlich .NET Try, das Sie vielleicht schon aus einer anderen Ecke kennen. Und dieses Tool installieren wir global mit minus G und das heißt .NET minus Try. So, und sobald es installiert ist, brauchen wir noch einen zweiten Schritt, nämlich das Einbinden von .NET in Jupyter Notebooks. Und dafür nehmen wir eine eigene Command Line, einen eigenen Prompt, und zwar einen Anaconda Prompt. Wenn Sie Anaconda installiert haben, dann gibt es einen Anaconda Prompt. Der hat dann die Path-Variable schon korrekt gesetzt. Da gehen wir jetzt auf das Verzeichnis, wo ich meine bisherigen Jupyter Notebooks drinnen habe. Okay. Und dann gibt es einen einzigen Befehl, den Sie noch absetzen müssen, nämlich .NET Try Jupyter Install. Damit verheiraten wir jetzt .NET Try mit den Jupyter Notebooks und fügen sowohl C-Sharp als auch F-Sharp,
zu Jupyter Notebooks hinzu. Um jetzt so ein neues Jupyter Notebook schreiben zu können, können Sie ebenfalls diesen Anaconda-Prompt aufrufen. Den oberen Bereich brauchen Sie natürlich nur ein einziges Mal. Und dann Jupyter Notebook als Befehl. Dann wird im Browser eine neue Seite aufgehen für genau das Verzeichnis, in dem Sie sich gerade befunden haben. Und Sie können jetzt mit New auch ein C-Sharp Notebook hinzufügen. Und ansonsten funktioniert jetzt alles gleich wie das, was wir vorher gesehen haben, nur dass wir jetzt C-Sharp-Code schreiben. Also wenn ich zum Beispiel eine Zufallszahl generieren möchte, eben eine C-Sharp-Klasse verwende und random next zwischen 0 und 100 sage und dann kann ich Display verwenden, um es auszugeben, statt Console-WriteLine-Display ist ein Feature von Jupyter Notebooks. Und jetzt sehe ich, wir haben jetzt Zufallszahl 6 bekommen und ich könnte jetzt in der zweiten Zelle wieder abfragen, wenn x modulo 2 gleich 0 ist, dann Display gerade Zahl zum Beispiel. Okay, wunderbar. Wenn das ein bisschen komplexer wird, dann geht das natürlich auch. Zum Beispiel kann ich NuGet Packages hinzufügen. Und gerade wenn ich jetzt in Richtung Visualisierungen oder in Richtung Machine Learning denke, wird man das natürlich brauchen. So ein NuGet-Package füge ich hinzu mit Raute R für Reference und dann gebe ich an, wir wollen von NuGet laden, zum Beispiel xplot.plotly in der Version 3.0.1. Das ist eine Library, mit der man Diagramme ganz gut darstellen kann. Und dann generieren wir uns Zahlen, zum Beispiel gleich eine ganze Liste würde ich vorschlagen. Sagen wir, Numbers ist gleich Enumerable. Range, einfach die Zahlen von 0 bis 1000 lasse ich mir jetzt mal generieren und zeige gleich her, wie das aussieht, wenn ich ein ganzes IEnumerable an diese Display-Funktion übergebe. Sie sehen nämlich dann, dass man da standardmäßig gleich eine Visualisierung bekommt, wo ich mir diese Daten ansehen kann. Auch das ist natürlich brauchbar für den Machine Learning-Ansatz. Wenn ich das jetzt allerdings vielleicht ein bisschen grafischer darstellen möchte, dann können wir jetzt unser gerade hinzugefügtes NuGet-Package nutzen und da ein kleines Chart bauen. Das funktioniert folgendermaßen, chart.plot und dann will er wissen, welchen Chart-Typ er nehmen soll. Wir nehmen ein Scatter-Chart und geben dem mit, dass die X-Achse genau mit unseren Zahlen von oben befüllt werden soll. Und dann sagen wir wieder Display, Chart, führen das aus, kriegen eine Fehlermeldung, weil Chart noch nicht im Namespace ist, wir brauchen ein Using. Das Using würde ich am ehesten wieder da oben hinzufügen, xplot.plotly. Dann führen wir den oberen Plot noch mehr aus, den oberen Block noch einmal aus. Wunderbar. Den mittleren brauche ich nicht mehr ausführen. Wir haben unsere 1000 Zahlen schon generiert, aber den unteren führe ich nochmal aus. Steuerung Enter und jetzt kriege ich da mein Chart, in dem ich die Daten analysieren kann, genau wie ich das erwartet habe. Da geht natürlich noch viel mehr und in den nächsten Videos, wo wir uns mit ML.NET beschäftigen, werde ich auch immer wieder Jupyter Notebooks verwenden, um die Beispiele mit Ihnen durchzugehen. Für heute soll es das mal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen.